Ein wunderschönes Moment, meine Freunde. Willkommen zurück zuletzt bei Minecraft an Xbox 360. So, jetzt ist das Headset erstmal wieder eingestellt, weil ich muss halt immer ein bisschen hin und her schieben, das ganze Ding. Weil es jetzt so ein Headset nach jeder Folge, wenn man ein bisschen abt, dann muss man halt immer so gucken. Das ist jetzt wieder aufgesetzt. Sitzt es auch dann noch genauso perfekt wie vorher? Ja, jetzt natürlich die Frage, warum setzt der Idiot das nach jeder Folge auch ab? Das ist natürlich eine ganz einfache, ja, Lage halt, ne? Weil man setzt es halt ab, um zu gucken, ja, ist der Sound auf dem PC auch perfekt aufgenommen? Weil ich auch schon diverse Mal das Problem hatte, dass mein Elgato-Programm das einfach mal so, immer so komisch angehört hat. Das war natürlich auch halt totaler Scheiß, ne? Weil wenn die Elgato das verkackt, dann muss es halt nochmal komplett von vorne aufnehmen. Und genau dieses Problem habe ich ja schon mal bei Tomb Raider gehabt, wo ich dann halt das ganze Spiel nochmal von vorne durchsuchten konnte und ich dann halt eine Woche, glaube ich, war das, wo ich dann einfach keine Videos hochladen konnte, oder warte mal, ich glaube, das war nur ein Tag, ne? Ich glaube, das hatte ich wieder in 3 Tagen durchgesuchtet gehabt, das Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das müsste noch so hingekommen sein, ne? Ich überlege, na, da kommt sowieso nichts, also ich brauche gar nicht überlegen, ne? Es ist schon wieder nach Arbeit, nichts mehr denken, ne? Auf jeden Fall hammer geil, Donnerstag Urlaub, ey, das ist mal richtig geil, weil da ein Feiertag ist, ne? Das ist Herrentag. Leider, ich werde mich nicht besaufen, ne? Warum? Ich habe keine Lust einfach dazu, weil ich noch genug andere Dinge vorhabe an dem Tag. Weil ich will da halt noch aufnehmen, ohne Ende. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen mir da noch anstehen. Ich glaube, das müssten so, ich überlege mal, Metro nehme ich heute auf 3 Folgen. Okay, da fehlt noch Splinter Cell eine ganze Menge. Also ich glaube, nee, Splinter Cell fehlen nur 2 Videos, ne? Ich glaube, bei Splinter Cell fehlen wirklich nur 2 Videos. Aber die muss ich halt schon heute aufnehmen, weil das ist sonst nicht mehr hinkommt, weil ich habe kein Video mehr für, also für, ich meine, bei Metro, ne? Bei Metro habe ich nämlich kein Video mehr für Donnerstag und Samstag und Sonntag muss ich noch aufnehmen, ne? Genau so muss das richtig sein, genau so muss das richtig sein und nicht anders. Da fehlt mir noch ein bisschen was, ne? Also es fehlt jetzt nicht unbedingt eine ganze Menge, also es fehlt da wirklich nur so ein kleiner Scheiß hier. Weil ich habe halt nicht immer diese Zeit, um alles aufzunehmen. Das ist natürlich immer so ein Problem, weil manchmal, besonders am Montag ist es bei mir schlimm, habe ich einfach keinen Bock, irgendwas zu machen, ganz ehrlich. Das ist bei mir am Montag momentan einfach so, ich stehe so auf und denke mir so, ach komm, heute nimmst du nichts auf. Ich komme so nach Hause, ne? Vor allen Dingen, wenn du so nach Hause kommst, dann bist du natürlich erstmal fertig, ne? Wenn du so erstmal schön 9 Stunden arbeiten warst, dann bist du erstmal fix und fertig, wenn du nach Hause kommst. Bei mir ist dann wirklich nur noch der einzige Gedanke, na, nimmst du irgendwas auf, da fehlt eigentlich schon wieder was, ne? Dann rechne ich immer den ganzen Tag durch erstmal, nö, du brauchst ja nichts mehr aufnehmen, du hast doch schon genug. Dann nimmst du morgen halt ein bisschen mehr auf und dann am nächsten Tag denke ich mir immer, scheiße, warum war ich nur so ein verdammter Idiot, weil jetzt muss ich dann mehr aufnehmen. Na, Mann, das kotzt immer so ein bisschen an. Aufnehmen macht zwar Spaß, aber das ist manchmal auch Arbeit. Besonders wenn du auf ein Spiel keinen Bock mehr hast, weil du da halt so oft krepiert bist. Ich weiß gar nicht mehr, irgendein Spiel hatte ich schon mal gehabt, da hatte ich einfach keinen Bock mehr gehabt nach einer Zeit. Ich glaube, das war GTA 5 nach einer Zeit, ne? Ich bin mir nicht unbedingt sicher, aber ich glaube, das war mal bei GTA 5 eine Zeit lang bei mir, wo ich das mal immer so Let's Play, weil das waren ja 95 Folgen, ne, glaube ich, gewesen. Und das ist schon eine ordentliche Anzahl, ne? Und irgendwann, ich glaube, so nach 70 Folgen hatte ich so eine kurze, ich glaube, nach 40 Folgen, das habe ich, glaube ich, so eine kleine Lustschleife gehabt, wo es einfach bei mir so ging, so, GTA 5. Weil ganz ehrlich, das ist so ein langes Spiel, ne, das will ich eigentlich gar nicht so lange komplett durchziehen. Ich will eigentlich ab und zu mal so eine, ja, wir nennen es einfach mal, so eine Deko-Pause reinkloppen, einfach mal so, keine Ahnung, ich spiele das Spiel jetzt erstmal eine Hälfte durch, lade das alles hoch und dann irgendwann anders. Also da kommt erstmal eine Zeit lang ein anderes Spiel und danach, nachdem ich das Spiel durchkomme, kommt dann die andere Hälfte vom Spiel. Einfach mal so eine Pause dazwischen, weil immer dasselbe Spielen dann immer richtig hardcore durch. Das ist nicht gerade das Beste, was man machen kann, weil da kriegst du halt irgendwann keinen Bock mehr auf das Spiel und das ist dann auch blöd, ne? Naja. Ich weiß gar nicht, wie lange Watch Dogs überhaupt gehen sollte. Ich glaube, da habe ich mir irgendwann mal was von gehört. Ich glaube, das soll wohl so GTA 5 Länge haben fast, ne? Also ich glaube, wenn das jetzt wirklich so ist, dass es so auf wieder 95 Folgen gehen würde, das Spiel, ne? Dann aber mal Prost Mahlzeit, weil das ist, haben sich wirklich jetzt eine ganze Menge Let's Player vorgenommen, also so auf YouTube, ne? Das kann echt ein Projekt werden, ne? Pass auf, die ganzen Leute Let's Playen jetzt Watch Dogs und alle brechen ab, weil das zu lange geht, ne? Weil ich weiß auch nicht, manche YouTuber brechen das ja wirklich ab, nur weil die einfach keinen Bock mehr haben oder weil das Spiel einfach viel zu lange geht. Das finde ich auch ein bisschen blöd, auch ein bisschen schade manchmal. Weil so als Zuschauer hat man meistens immer Bock, ja, das Spiel ist doch geil. Und der Let's Play sagt dann immer, kein Bock mehr auf den Scheiß. Wie bringe ich das jetzt so rüber, dass die Leute das interessant finden? Ja, das ist halt manchmal meistens immer diese Überlegung. Aber was ich momentan noch ein bisschen scheiße finde, weil ich habe jetzt in letzter Zeit von einem Typen, der hat mehrere YouTube-Accounts, von dem wurde ich auch schon jetzt öfter angeschrieben, von wegen, hier möchtest du vielleicht mehr Abos und sowas haben, ne? Also mehr Abonnenten, mehr Likes, mehr Aufrufe. Ich denke mir so, hä, was will der jetzt von mir? Hast du einfach mal angeschrieben, hä, wie meinst du das jetzt, ne? Und kriegst du erstmal so eine Antwort zurück, ja, von wegen,
hier, ja, wenn du willst, ich kann dir 1000 Aufrufe und 1000 Likes geben auf deine Videos. Und dadurch wird das dann mal einer Leuten angezeigt, dann kriegst du mehr Abonnenten. Ich denke mir so, ja, nee, ne, so einen Scheiß brauchst du nicht. Und jetzt nach kurzer Zeit, ne, wurde ich von 4 verschiedenen Accounts angeschrieben. Aber alle haben wirklich dieselbe Nachricht geschrieben, 1:1. Wirklich 1:1 dieselbe Nachricht. Ich könnte sie ja mal vorlesen. Ich suche mal die mal ganz kurz raus. Ich gehe mal ganz kurz auf YouTube, auf Video Manager, dann auf Community und dann auf Posteingang. Da, genau da ist er. So, genau hier. Hallo, ich möchte kurz fragen, ob Sie Lust auf mehr Aufrufe hätten. Um Ihr Publikum zu erweitern, wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie mich auf Skype, ne? An halt. Also ja, diese Nachricht habe ich exakt 3-mal von 3 verschiedenen Accounts bekommen. Der eine hört sich total komisch an, irgendwie Miss Asiafrade, ne? Und der andere heißt irgendwie, ich mag dich nicht. Und dann halt noch ganz viele andere Accounts. Ja, aber wenn er mich nicht mag, warum schreibt er mir dann so eine Scheiße? Ja, und da kannst du dir halt wirklich, hat er mir zum Beispiel so geschrieben gehabt, hier von wegen, ja, dann kannst du dir für 10 Euro 1000 Aufrufe und 1000 Likes kaufen, ne? Ja, ganz ehrlich, was willst du mit so einem Scheiß? Hallo, da hast du mal ganz kurz ein bisschen Aufmerksamkeit, weil dich da irgendwie so ein Typ, ich kann es gar nicht mal gepusht nehmen. Ich glaube, da heißt, der hat sich irgendwie, keine Ahnung, der hat ein bisschen hochgefaked. Sagen wir es einfach mal so, ein bisschen hochgefaked. Und das ist natürlich auch blöd. Was bringt dir das, ne? Dann wundern sich die Leute nur, wenn die auf deinen Kanal kommen. Warum hat der Typ auf einmal so schlagartig so viele Aufrufe und so viele Likes, aber danach keine Abonnenten bekommen? Das ist natürlich auch dämlich, ne? Also sowas ist schon schwachsinnig. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, Leute, auf meinem alten Kanal 1000 Abos, läuft auf jeden Fall, läuft. Also, die Zahl habe ich ja direkt am Montag geknackt. Wunderschöne 1000 Abonnenten. Ich finde, das ist eine ordentliche Zahl. Wäre ich doch nur auf dem Kanal geblieben, aber ich hatte ja einen Entschluss gefasst, den ich auch nicht bereue, außer von den Abonnenten her. Was ich echt traurig finde, das bringt mich zum Heulen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch nicht so schlimm. Dann hast du mal erreicht. Jetzt weiß ich wenigstens, ja, ich kann 1000 Abonnenten erreichen, das finde ich Bombe. Und jetzt ist mein Ziel, das erstmal wieder zu erreichen. Also, da bin ich mal gespannt, wie lange ich jetzt dafür brauche. Also, auf meinem alten Account habe ich ja dafür gebraucht, für diese Abonnenten ein Jahr, einen Monat und ja, und ein paar zerquetschte Tage, ne? Also, das ist schon eine ordentliche Anzahl an Tagen, die ich dafür gebraucht habe, um diesen Reichweite überhaupt erstmal zu erreichen, und schafft das erstmal in dieser Zeit. Das hat schon ein bisschen was zu bedeuten, weil ich glaube, die meisten schaffen das gar nicht mehr. Also heutzutage ist natürlich immer so ein bisschen blöd, ne? Also da gibt es ja schon so viele YouTuber, das ist ja echt unglaublich, ne? Das ist wie eine riesige Toilettenschüssel und da versucht man, um aufzuschwimmen, ne? In diesem Klo, Alter. Das ist schon nicht schwer, also es ist nicht einfach, sagen wir mal, so einen ganzen Plan mal umzuschwimmen. Als Kommentator ist das so wirklich so, das ist wirklich einfacher, habe ich auch schon selber gemerkt. Als Kommentator ist es viel einfacher, Abonnenten zu bekommen, als wie als Let's Player. Weil Let's Player, da machst du halt ein Spiel und das machen halt 100 andere Leute. Und Kommentator, die sagen ja nicht alle dasselbe, oder? Na gut, die labern zwar meistens zum selben Thema, also da gibt es ja ganz viele, die zum selben Thema labern. Aber die anderen brauchst du halt nicht abonnieren. Dann hast du einen Typen, den du abonniert hast und wo du dann wirklich fast jedes Video guckst. Also bei Kommentatoren ist es wirklich so, dass du wirklich jedes Video guckst. Weil bei Let's Playern ist es immer so, weil guck mal, dann guckst du ja die erste Folge und dann die zweite vielleicht nicht und dann die dritte Folge, dann denkst du dir, oh scheiße, dass die zweite verpasst, aber auf die zweite Folge hast du jetzt keinen Bock gerade. Deswegen denkst du einfach mal, jetzt brauch ich mir den Scheiß auch nicht mehr angucken. Ah, aber, oh. Weil so hab ich das in die letzte Zeit gehabt, weil ich hab mal eine Zeit lang immer so bei Let's Playern, ich glaube, bei Gronkh war das Outlast, da habe ich auch die ersten 6 Folgen gesehen, nee, die ersten 5 Folgen, ich fand das richtig Hammer. Und dann wollte ich erstmal weiter gucken, dann habe ich erstmal so 3 Tage nicht aufgepasst oder einfach mal komplett vergessen. Und dann auf einmal ist er schon bei Folge 10 gewesen oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Folge 10 war es, wo ich das letzte Mal noch aufgeguckt habe, von wegen, wie er weiter überhaupt ist. Und dann dachte ich mir, der ist schon so weit. Na, ich will jetzt auch nicht die ganzen anderen Folgen nachholen. Ach, ist mir jetzt auch egal. Hör jetzt einfach mal auf, das zu gucken. Und so. Das ist so wirklich so diese Einstellung, die ich manchmal echt so habe. Ich weiß auch nicht, warum ich die so habe, aber das kommt manchmal einfach so. Das kommt einfach in einer Zeit und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, die Einstellung, ne? So, rein und wieder hoch. Rein und wieder hoch hier. So, auf jeden Fall, ich finde echt so Hammer, dass wir am Donnerstag frei haben, ne? Ich finde das echt so Hammer. Ach ja, ich werde erstmal einen Kumpel verarschen, weil ich glaube, weil der muss nämlich arbeiten. Von 23.30 Uhr bis 8.30 Uhr muss der arbeiten, ne? Ich lach den so aus, ne? Ich stand so vor ihm, Digga, hast Bock am Donnerstag mal hier ein bisschen um die Häuser zu gehen, so eine Scheiße, ne? Also mal ein Trinken, also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt lattenhart nach der Arbeit ist oder so. Weil wir hatten mal einen gehabt bei uns im Betrieb, der war direkt nach der Arbeit, zack, zur Tanke ran. Und erstmal starkes Kampftrinken hat er veranstaltet. Und der hat dann übelst so eine Fahne gehabt, wenn du ihn so im Real Life gesehen hast nach der Arbeit, ne? Der hat immer so eine Fahne gehabt, ne? Das eine Mal steht er so bei mir,
Ja, hätte man Bock, einen trinken zu gehen? Ich bin schon besoffen, ne? Ich guck ihn so an, Alter, halt bloß die Fresse, Alter. Du stinkst aus dem Maul, Alter, ne? Das ist echt unglaublich. Er guckt mich so an, ne? Kein Grund, beleidigt zu werden. Der hat mich so angekotzt, der Typ an dem Tag, ne? Ich weiß nicht, wieso ich auf einmal so scheiße drauf war. Aber der Typ, ne, der hat mich echt abgefuckt an dem Tag. Ich hab den so, ich weiß auch nicht, ich glaube, den habe ich richtig beleidigt an dem Tag. Also, na gut, das ist jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt bereue. Aber ich fand das echt schon lustig, wie man so ihn einfach mal so beleidigen kann. Einfach mal so. So, jetzt ganz fix dahin. Na scheiße, ich komme da nicht an, leck mich doch. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall, was ich krass finde bei MMOGA, da ist gerade dieses Spiel Steve, also Steve, dieses komische Diebesspiel, was auch Gronkh Let's Played hat. Das gibt's da jetzt gerade so für 10 Euro für PC im Angebot. Ich war echt am überlegen, ob ich mir das kaufe für PC. Weil da dachte ich mir doch lieber, nee, das kaufst du für die One. Und dann haust du wenigstens ein Let's Play raus irgendwann mal, falls du es so überhaupt machen willst halt, ne? Weil ich bin immer so einer, ich spiele das Spiel immer vorher an und danach entscheide ich mich, ob Let's Play ja oder nein. Weil wenn es mal keinen Spaß macht, brauche ich auch nicht Let's Play, ne? So die Einstellung. Weil am liebsten würde ich das ja so machen mit hier zum Beispiel mit Vortex. Aber der macht ja keine Videos auf seinem Kanal. Ich weiß gar nicht, warum er überhaupt einen hat. Den habe ich ihn sogar mal erstellt gehabt, einfach mal so. Egal, eigentlich wollte ich es mit ihm da so machen, dass wir uns immer absprechen, hier wer was Let's Playt und so, dass wir dann erstmal eine große Anzahl von Spielen haben, so insgesamt dann halt, ne, weil jetzt momentan ist es ja so, dann gehst du halt so einen Spinner am anderen durch. Ich gehe meine ganzen Spiele durch und er macht gar nichts eigentlich. Ich muss mal gucken, was er macht. Ey, ich habe keine Ahnung, ne, ich laber schon wieder so viel Scheiße, ne. So viel Scheiße am einen Tag, ich weiß gar nicht, wie mir die immer einfällt, die ganze Scheiße, die ich laber, ne. Aber ich hatte keine Ahnung mehr von, ist mir auch egal, jetzt einfach mal. Auf jeden Fall finde ich Hammer, dass ich erstmal Donnerstag schön frei habe. Freitag muss ich zwar arbeiten, aber erst um 11 bis um 8 abends. Was ich teilweise echt scheiße finde, weil was willst du dann noch machen an dem Tag? Der ist dann gelaufen. Ist halt sowieso nur ein Freitag, dann kann ich erstmal schön am Freitag noch abends lange wach bleiben und irgendeine Scheiße angucken. Mal sehen, was läuft. Ich finde es auch ein bisschen schade, Spartacus ja schon so lange zu Ende ist, die Serie. Die war ja auch Hammer. Die war zwar extrem blutig, aber ich fand sie trotzdem cool. War zu Ende, bisschen traurig am Ende. Weil ich will jetzt nichts spoilern, aber war schon ein bisschen traurig am Ende. Und naja, hat Spaß gemacht, die zu gucken, die Serie auf jeden Fall, war auf jeden Fall geil. Aber jetzt läuft da halt nichts mehr Gutes auf Pro7, so finde ich, so zum Beispiel um diese Uhrzeit. Weil um 1 Uhr morgens fangen ja, glaube ich, schon diese komischen Porno-Werbung an, da, das ist ja auch nicht mehr normal, Alter. Bleibst du mal bis 1 Uhr wach und rennst so deine Videos fertig, guckst du mal zu Glotze, weil du schon seit einer Stunde nicht mehr gemacht hast, auf einmal, rufe diese Nummer an, 666 oder so eine Scheiße, ne? Ey, das ist doch nicht normal, Alter. Was ist das? Vor allem, das läuft da wirklich auf jeden Sender. Da kannst du ja rumseppen, wie du willst. Das läuft dann ja immer bei... Oh, wie ist der jetzt einmal? Nickelodeon heißt der tagsüber. Irgendwie abends hieß das jetzt... Ach genau, Comedy Central, genau so. Guckst du mal noch abends um 0 Uhr so South Park oder so. Auf einmal, okay, auf einmal geht da das Gestöhne in der Glotze los, Alter. Das ist schon so eine, irgendwie so eine komische... Ja, yeah, das ist einfach nur räudig um diese Uhrzeit, ne? Einfach nur räudig, der, naja. Dafür versuche ich momentan einfach immer nur spätestens 22 Uhr pennen zu gehen. Da kann ich zwar ausschlafen, aber ich habe diese ganze grässige Werbung nicht direkt immer vor der Fresse, weil das ist so eklig, ne? Das ist immer so eklig, weil, ihr seid wahrscheinlich noch minderjährig, deswegen werde ich einfach mal jetzt verkneifen, ins nähere Detail zu gehen, weil das ist wirklich, Naja, könnt ihr selber bis 1 Uhr wach bleiben, falls eure Eltern das erlauben, dann einfach mal selber den Scheiß vor Augen führen. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr jetzt anfängt, Pornos zu gucken oder so eine Scheiße, ist mir eigentlich relativ latte. Haut natürlich rein bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Ich hoffe, da habe ich irgendwie ein paar Themen, über die ich wirklich labern kann, weil das ist ja alles nur dämlich, was ich hier labere. Haut natürlich rein bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss!